Ja, wir sind die lustigen Podcaster, boah, holla, ja, holio, holio. Uns lieben die Madeln und neidens, die Burm, holla, ja, holio, ho, ho. 18.35 Uhr. Wenn ich mit dem Handy telefonieren möchte, dann gehe ich zum Friedhof und da klappt das immer. Ne? Also da hat man gut Empfang. Aber ich kann ja nicht immer zum Friedhof rennen. Ne? Nee. Ich hätte gern ein Erotikbrot. Erotikbrot ist eine Produktkreation, die mit vielen Vitamin E aus dem Weizenkeim angereichert ist, da den Weizenkeim eine gewisse Wirkung nachgesagt wird. Yeah. Sie stellen sich doch auch nicht morgens neben den Ofen beim Bäcker und fragen, wann ist denn mein Brötchen fertig? Wann ist mein Brötchen fertig? Wann ist denn mein Brötchen fertig? Wenn's fertig ist! There's a young man in Berlin. He's been watching me on MTV before, 25 million years ago, when the dinosaurs were still around. His name is Mario Müller, and he has been having trouble with his neighbors. Hello, everybody, on Tova Podcast. Gummistiefel, Kartoffelstampfer, wunderbar. Hallo, guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Hier ist der Tohuwa Podcast, die gepflegte Show um 18.35 Uhr. Heute Folge 28, die Verträge sind gemacht. Ich bin Mario, der Eismann, und wie immer per Büchsentelefon zugeschaltet aus dem Studio Erding, der beste Mann bei Interpol, Tobias. Boah, Mario, was für ein Intro. Ich grüße dich. Freiheit, Freiheit, sage ich dann nur. Und ich finde es ganz toll, wie schön du Pff aussprechen kannst. Bei gepflegte. Da springen mir deine Essensreste quasi bildlich schon entgegen. Das finde ich klasse. Ja, was habe ich gegessen heute? Ich weiß es nicht, weil ich höre dich ja nur. Ja? Soll ich nochmal? Also das wäre natürlich total cool, wenn ich das raushören könnte, wenn deine Restfetzen zwischen den Zähnen wegflattern, was das war. Ich muss gestehen, ich habe vorhin über unsere Videocam habe ich vorhin gesehen, wie du einen tiefen Teller ausgeleckt hast, und ich war neidisch. Ich war neidisch auf deine lange Zunge. Ich wollte doch gar nicht nach außen, also offiziell gegenüber Hörerinnen und Hörern erklären, dass ich Teller ablecke. Das macht man. Das musst du ja auch nicht machen, das mache ich ja schon. Das mache ich ja für dich. Ich mache das natürlich auch, und vor allen Dingen aus Umweltschutzgründen, ja. Um die Umwelt vor den Resten meines Tellers zu schützen, lecke ich sie ab. Was sagt eigentlich unser Podcast-Virologe dazu? Wir haben natürlich aus Sicherheitsgründen auch heute wieder mit in der Sendung unseren Podcast-Virologen Professor Dr. Honigtau Bunsenbrenner vom Muppet-Institut für angewandte Virus- und Bakterienforschung, kurz Moviebar. Herr Dr. Bunsenbrenner, schönen guten Tag. Was halten Sie davon, dass Tobias seine Teller ableckt? Man kann ihn so schlecht verstehen, weil er eine FFP4-Maske aufhat. Das ist, was hat er gesagt? Ich glaube, er hat gesagt, dass das völlig in Ordnung ist, und weil ja auch die Bakterien im Mund eine desinfizierende Wirkung haben. Zu geringem Maße, aber so ein bisschen haben. Man soll ja auch eine Wunde irgendwie, soll man auch desinfizieren, wenn man nichts anderes da hat, mit Spucke. Was nimmst du dann? Kaugummi? Nee, mit Spucke. Spucke. Naja, klar. Wenn man nichts hat, ne? Ansonsten gibt es da so andere Hausmittel noch, aber das ist ein Hausmittel, was ja schon bewährt ist eigentlich. Und wie gesagt, er hat eine FFP4-Maske auf, die ist ja seit dem 1. März auch bundesweit Pflicht. Das ist ja, hat er immer noch die erste auf eigentlich? Er hat sie jetzt mittlerweile mal zusammengefaltet, weil... Weil ich habe festgestellt im Selbstversuch, dass sie doch irgendwann mal vom Weiß in andere Farbnuancen... sich sozusagen verfärben, diese Masken. Ja, das stimmt. Wenn du sie lang genug trägst, dann können die tollsten, schillerndsten Farben entwickeln. Ja, genau. Besonders unter dem Elektronenmikroskop. Mario, was besprechen wir heute? Moment, ich guck mal in die Themenübersicht. Wilde Saunaorgien, Sex mit Partnertausch. Frauen und Paare beichten ihre schärfsten Gruppensexspiele. Tiermord, Polarfüchse, grausam gequält. Perverser Zahnarzt zog Ralf alle Zähne. Sexskandal. Heimleiter missbrauchte taubstumme Mädchen. Fotostory. Turbulente Liebesabenteuer einer coolen Clique. Die härtesten Elitekämpfer der Welt. Gratis. 18 heiße Flirtsticker. Jetzt überall zu haben. Ich finde es spannend wie immer. Ja, spannend. Ich freue mich schon. Ich freue mich auch. Spannend. Mal sehen, ob wir das heute schaffen alles. Wir fangen mal an. Ich habe Durst mit einem Getränk der Woche. Das Getränk der Woche.
Ram, was hast du, Mario? Ich bin gespannt. Ich habe ganz weit unten, ganz tief im Kühlschrank etwas. Tobias, Applaus für seine Podcast-Allergie. Es gibt ja Leute, die... Ich hätte ja gedacht, dass ich jetzt 5 Minuten lang symptomfrei bin. Man muss sagen, wir haben uns auch mal 3 Minuten vorher noch abgesprochen, welche Gags wir rauslassen, welche wir mit denen reinnehmen müssen. Und in der Zeit, in dieser langen dreiminütigen Stunde, hat er nicht einmal schniefen müssen. Es ist einfach nur, wenn wir on air sind, der rote Leuchtpunkt auf dem Mikrofon an ist, dann geht's los. Wo ist der überhaupt? Ach so, da drüben. Aber ich glaube, der leuchtet Mikrofon immer an. Das ist, glaube ich, wie so ein Placebo-Effekt, dass sowas Psychologisches. Ich glaube es auch. Es ist was Psychologisches. Ich habe ganz weit unten im Kühlschrank was gefunden. Das ist eine Flasche Bier. Und das ist eine Flasche, wo ich sicher bin, dass es da keinen Pfand drauf gibt, weil die hat in diesem Glas, also es ist, glaube ich, 0,2 Milliliter, 250 Milliliter, im Glas ist eine Zahl eingraviert, also so reliefmäßig 1664. Und so heißt auch die Marke und es ist, glaube ich... Du verwechselst das jetzt aber nicht mit Kölschwasser. Nein. Es ist eine braune Flasche und ich weiß nicht, wie die Flüssigkeit aussieht, weil ich es noch nicht aufgemacht habe, aber es ist aus Kronenburg. Kannst du mir sagen, ob das Belgien ist oder Frankreich? Frankreich ist es. Kronenburg. Es ist Frankreich, steht drauf, France. Mit O-U-R-G. Mit O-U-R-G, ja. Frankreich, also ein Bier und das ist ein alkoholfreies, wenn ich es richtig übersetzt habe, sans alcool. Ah. Es ist mich an legendäre Frankreich-Urlaub. Blondes Bier. Sehr schön. Und das Problem bei dieser Flasche Bier ist nicht nur die Größe, sondern sie ist nur noch bis 2018 haltbar gewesen. Und übrigens kommt das Bier nicht aus Kronenburg, sondern aus Straßburg. Ach, da steht aber Kronenburg drauf. Es ist die größte französische Brauerei. Hast du schnell mal was nachgeschlagen? Also jetzt nichts Kleines oder sowas, sondern... Der Namensgeber ist der Stadtteil Kronenburg in Straßburg. Aha, okay. Also dafür, dass es schon 2 Jahre drüber ist... Das ist voll lecker, ne? Aber es gibt die nicht mehr in Straßburg, sondern die wird jetzt... Dein Bier wurde gebraut in Obernai. Im Elsass. Innerhalb der letzten 2 Jahre hat sich das wohl geändert. Da habe ich jetzt hier quasi die letzte Flasche aus Kronenburg. Anscheinend, ja. Also ich will damit nur noch andeuten, falls ich innerhalb der nächsten Stunde dieses Podcastes oder je nachdem, wie lange wir es noch schaffen, umkippen sollte, vom Stuhl fallen sollte, dann liegt es vielleicht am Bier, weil das, wie gesagt, schon ein bisschen drüber ist. März 2018 hätte man es aufbrauchen müssen. Also wenn da Alkohol drin gewesen wäre, hätte ich gesagt, dann läuft es ab. Aber dadurch, dass es sozusagen sans Alkohol ist, ist es unendlich lang haltbar. Nee, andersrum, wenn Alkohol drin ist, ist es lange haltbar. Weil Alkohol konserviert doch. Wieso nicht? Natürlich. Du hältst dich doch nicht länger. Wenn in dir Alkohol ist, bist du länger haltbar. Wenn ich Alkohol hält doch, Alkohol ist doch ein Alkohol hält doch länger, wenn ich was konserviere, wenn ich was mit Alkohol... Alkohol ist länger haltbar als Nicht-Alkohol. Ich habe heute als Getränk eher auf meine Getränketasse geachtet. Das ist nämlich eine selbst bedruckte Tasse. Ja, mit. Du hast die bedruckt. Ich hab die mit größtem Aufwand bedrucken lassen. Ich finde das schön. Wir sollten vielleicht sogar langsam jetzt, wir sind jetzt schon lange zweistellig, ja, mit unseren Folgen. Wir könnten uns eigentlich auch mal Podcast-Tassen drucken lassen, du und ich. Nur wir zwei. Ich werde mal beim Sender einen Antrag stellen, ob wir welche kriegen, ob im Budget was drin ist. Du musst natürlich jetzt den HörerInnen und Hörern außen auch sagen, was da drauf gedruckt ist. Weil du heute derjenige bist, der Alkohol trinkt, weil auch bei Sans Alkohol ist ja immer noch so ein kleiner Restalkohol drin, habe ich heute ganz klassisch schönen Kräutertee in meinem Tässlein. Ah, sehr lecker. Und der ist schon richtig schön kalt. Kennst du das, wenn der Tee so kalt ist? Ja. Das gab es früher. In der Schule. Weißt du noch? Da gab es kalten Tee. Voll gut. Wo? Nee, ich hatte Erdbeermilch und Schokomilch und Vanillemilch in der Milchpause. Ja. Ich habe jetzt. Jetzt wollte ich eigentlich. Bitte keinen Pfefferminztee, bitte keinen kalten Tee trinken. Das kann nur zu ganz schlimmen Sachen führen. Schüttelfrost und Hustenanfälle. Du musst sagen, was auf der Tasse drauf ist. Du hast gesagt, das ist eine bedruckte Tasse. Jetzt wollen alle wissen, was das da drauf ist. Da sind 2 Frauen drauf auf dieser Tasse. Ach so, bedruckt. Na dann. Toll. Mehr verrate ich Lass nicht. Mal der, das Rest jetzt ist, so stehen. Der Rest ist natürlich okay. Privatsache. Warum habe ich eine Tasse mit 2 Frauen?
schickt mir eure eure Gedanken an post@tohuwapodcast.de. Aber jetzt nochmal. Da kommt schon die erste E-Mail. Achtung, die erste E-Mail, ich lese sie vor. Vermutet hier eine Hörerin, dass du gegen Monogamie bist und deshalb zwei Frauen drauf sind. Stimmt das? Ich enthalte mich jetzt meiner Meinung, weil das eine öffentliche Sendung ist und persönliche Meinungen hier nicht, hier keine Rolle spielen. Darauf einen Glas Blonde aus Kronenburg. Und weil das ja nur ein Kräutertee war, habe ich mir heute extra ein paar Pistazien hier daneben geholt, die ich total gerne aufknacke. Und das Schöne ist, die Schalen, die kann man so in wegwerfen. Wegwerfen, einfach so. Ja. Bist du ein Teil der Wegwerfgesellschaft? Schauen wir mal zu, mal schauen, ob es geht. Oh, so klingt das, wenn du eine Pistazie knackst. Toll. Das klingende Podcast-Rätsel, was knackt hier? Es war eine Pistazie in diesem Fall. Beim nächsten Mal verraten wir es nicht, dann machen wir es als Gewinnspiel. Aber zurück zu unseren Themen, Mario. Was haben wir denn damit wirklich? Was nehmen wir zuerst dran von unseren Wochenthemen? Das ist gut, dass du fragst. Ich habe mir tatsächlich gestern beim Joggen ein Aua zugezogen. Und zwar hatte ich ja. Du joggst wieder. Das ist doch viel wichtiger, diese Nachricht. Ja, ich hatte ja eine Wunde. Ich bin ja mal, als der Schnee weggetaut war, bin ich hingefallen, über einen E-Roller gefallen. Und habe geflucht, das hat aber nichts gebracht, sondern habe mein Bein aufgeschabt mit Splitt. Und es war sehr, sehr schmerzhaft und es hat auch lange gebraucht, bis es wieder zu war. Und jedenfalls war die Wunde wieder zu, Anfang der Woche, endgültig zu, also richtig schön mit wie trocken sozusagen. Und dann bin ich, weil das Wetter so toll war, bin ich wieder losgejoggt. Und gestern, ich glaube, das war der zweite oder dritte Jog, bin ich fast wieder auf die Schnauze geflogen, weil da war im Boden so eine Erhebung, so eine kleine, das Asphalt war aufgebrochen und ich musste da drüber. Eine Bordsteinkante. Ja, sowas ähnliches, genau. Ja. Ich musste nämlich wieder eine Gruppe von Leuten ausweichen, denn man muss ja Abstand einhalten. Der Bunsenbrenner ist mir hinterhergerannt. Ich bin fast hingefallen, konnte mich noch abfangen, aber beim Abfangen habe ich meinen Knöchel umgedreht. Also so einmal so schief und das war sehr schmerzhaft. Und deswegen bin ich, unmittelbar nachdem das passiert ist, konnte ich noch einigermaßen langsam nach Hause gehen, ohne dass es jetzt geschmerzt hat. Aber dann heute Nacht gingen die Schmerzen los. Und ich bin heute mir vorgekommen wie so ein 111-Jähriger, der nicht aus dem Fenster springen kann. Mir hat der Rücken wehgetan, ja. Ich habe also so Bandscheibenproblem und der Fuß. Und dann hatte ich so einen Stock von meinem Opa, der hängt schon seit 20 Jahren hier im Flur. Und ich dachte, wenn ich jetzt rausgehe, weil ich musste heute mal weg, und dachte, wenn ich jetzt mit diesem Stock draußen rumlaufe, mache ich das oder gucken mich Leute so dann an, als ob ich bescheuert wäre. Ich habe es dann halt unter Schmerzen, bin ich dann halt rausgehumpelt und jetzt wird es etwas besser. Ich habe irgendwas draufgeschmiert und das. Was mir da so in den Sinn kommt, ist Joggen ein deutsches Wort? Ich würde sagen, nein. Der Jogger, du joggst, also du bist vom gejoggt. Sind wir nicht alle Läufer? Vom Sprachverständnis her nein, aber Laufen ist ja nicht das gleiche wie Joggen, wenn du es jetzt auf Deutsch nochmal auseinander nimmst. Ja? Runner. Runners, heute. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Begriffe. Ich finde, wenn man cool ist, muss man ja alles verenglischen heute. Du kannst ja auch schön mal. Schön wird zu nice. Kalt, das kühl geht wird ja. zu cool. Ja? Du kannst ja mal versuchen, Breakdance zu übersetzen, das ist auch schwierig. Breakdance, ja. Stopptanz. Ganz einfach. Nein. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Ich habe den Eindruck, dass wir langsam zu einer Leidensendung werden. Ich höre aus deinen Erzählungen heraus, dass du leidest. Ja, jetzt geht es mir etwas besser, weil ich ja weiß, da hören uns jetzt Millionen von Hörerinnen und Hörern zu und die und leiden mit. Die leiden mit. Und da teilt sich das Leid. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Ich würde dir jetzt gern eine Dose Mitleid aufmachen, aber ich glaube. Die sind aus? Die sind abgelaufen, die Dosen Mitleid. Abgelaufen. Mir ist noch was Schöneres passiert heute. Ich war ja unterwegs, weil ich ja, wie gesagt, ich musste ja heute nochmal weg, weil ich habe eine Schallplatte ersteigert und musste diese Platte abholen. Und da habe ich, als ich da mal mich umgeschaut habe, das war alles legal, ja, Click and Collect. Und habe dann trotzdem nochmal, ich war der Einzige da in dem Laden, außer der Verkäufer noch. Und da habe ich dann geschaut und habe ein Buch entdeckt. Ein Buch aus den 30er Jahren. Das hieß, der Titel war Die schönsten Frauen der Welt. Jetzt hast du mich wieder. Okay. Aus den 1930er Jahren. Und du musst dir vorstellen, es gibt ja heute, kennen wir ja alle Panini-Alben, ne, wo Sammelbilder und sowas. Ne? Und dieses Buch, da sind wirklich Miss Ungarn, Miss Schweden, Miss Europa, also alle möglichen Missen drin. Als Panini-Bild. Ja, als reale Fotos, schwarz-weiß natürlich alles, waren die Fotos waren da so eingeklebt mit so Fotoecken. Weißt du, das kann man so draufkleben, das gab es ja früher. Und das Buch wirklich relativ dick und ganz viele
Damen da drin, teilweise Porträts, teilweise auch Ganzkörper mit so Kleidern an. Also sehr, sehr interessant fand ich das, weil das habe ich so noch nie gesehen. Riesenaufwand, ja, also gab es damals schon so Sammelalben und einige Fotos haben gefehlt. Ich glaube, Miss Österreich hat auch gefehlt. Und die hängen jetzt an irgendwelchen Betten. Ne, da konnte man, ja, entweder sowas oder da konnte man halt sehen, da war unter dem Bild, also da, wo das Bild hin musste, war halt drauf gedruckt, welche Frau da hin muss. Also man, wie so es beim Sammelalbum ist, dass man die in der richtigen Reihenfolge dann halt eben sammelt und dann einklebt oder drauf macht. Das fand ich sehr interessant. Es stand kein Verlag dabei. Man hat aber, war ein kleiner Text vorne dran. Eine Seite war Text, der Rest waren also diese ganzen Bilder. Und vorne stand halt irgendwie, dass es aus den 30er Jahren war, 33 oder so. Also, das hast du dir jetzt mitgenommen oder hast du dir nur angeschaut? Nee, ich habe es mir nur mal durchgeblättert, weil ich habe zu viel. Jetzt wäre doch ein Moment gekommen, wo ich mir denke, wir sollten das Format zu einem Videopodcast ändern. Ja, ja, vielleicht. Ich hab, aber nein, das muss ich habe aber dann mal recherchiert und es gibt das Buch tatsächlich auch noch an anderer Stelle. Wer da Interesse dran hat, im antiquarischen Bereich. Kann man je nach Zustand verschiedene Preise natürlich, ob es vollständig ist oder auch nicht. Also das Buch war jetzt kein Unikat, sondern das gibt es tatsächlich, das wurde aber so, auch nur in den 30er Jahren, danach irgendwie hat es das nicht mehr gegeben. Das fand ich irgendwie sehr interessant, was da so alles gibt. Weiß auch nicht, wer das gedruckt hat, welches Land, ich nehme an, es war Deutschland, aber welcher Verlag und so weiter, steht da nichts weiter dabei, kein Herausgeber und nichts. Panini stand nicht drauf. Dann, was mich ein bisschen irritiert hat, war der Olaf Schubert in der letzten Heute-Show. Der hat im ZDF einen Katzenhobel vorgestellt in seiner Küchenrubrik. Praktisch. Und wir stellen ja öfters mal so wichtige oder sinnvolle Küchenutensilien vor. Und ich fand den Katzenhobel sehr schön, weil es ist ja wichtig, man kann ja auch die Katze nicht komplett verarbeiten. Man muss ja auch, ne, das geht ja nicht, so eine ganze Katze zu verarbeiten, da hat man mal ein bisschen was übrig. Deswegen ist so ein Katzenhobel schon nicht schlecht. Und er hat also erklärt, wie das funktioniert. Man muss also gegen den Strich, das ist wichtig, dass man die Katze gegen den Strich hobelt, also vom Gesicht weghobelt. Ja, das muss man auch erstmal wissen. Und ansonsten fand ich das Gerät eigentlich schon ganz praktisch, wenn man mal nicht weiß, wohin mit der Katze und so weiter. So Pistazien schmecken echt gut. Und dann habe ich hier etwas gefunden. Ich bin nämlich jetzt weggekommen von diesen Dating-Portalen. Ne? Du kennst es ja auch, wenn man irgendwie... Warum? Weil ich was gefunden habe, was besser ist. Ah, nee, ich habe was gefunden, was besser ist. Also Dating-Portale... Ist das dieses Buch aus den 30ern, was du gerade vorgestellt hast? Na, das ist ja schon vor den Dating-Portalen gewesen. Aber wenn man jetzt da noch dranhängt, sowas, das ist alles sinnlos. Dating-Portale bringt es nicht. Was wirklich funktionieren müsste, ich will das jetzt mal testen, ist ein Spray. Es heißt Kontakt 61. Und Kontakt 61, damit probiere ich es jetzt mal. Vielleicht klappt das ja besser, wenn ich mich damit einsprühe. Wo sprühst du das hin? An die Türklinke? Da muss ich mir erstmal das durchlesen. Da ist ein Beipackzettel dabei gewesen und dann gucke ich mal, wo man das hinsprühen soll. Ob man das auf sich selber sprüht oder wenn man draußen rumläuft, einfach vors Gesicht hält oder so, keine Ahnung. Das muss ich noch rausfinden. So, jetzt. Das vors Gesicht halten finde ich eigentlich gut. Also du suchst dir die passende Frau deiner Wahl auf und sprühst sie sozusagen direkt ein damit. Oder ich halte es einfach hoch, die Sprayflasche. Sprayflasche. Was ist denn dir? Ich bin gespannt. Hast du irgendwas erlebt diese Woche? Oh, jetzt hast du so viel erzählt. Habe ich irgendwas Spannendes erlebt? Ich habe gegrillt diese Woche. Auf dem Balkon. Ich konnte es nicht mehr erwarten. Ich habe 1, 2, 3 Mal gegrillt. Und ich habe festgestellt, ich habe es vermisst. Und ich brauchte sozusagen die totale Dröhnung. Ich brauche meinen Grill und ich brauche ein Bier am Grill. Und das war einfach... Es war einfach toll. Aber du hast im Freien gegrillt oder hast du Balkon oder wo hast du? Im Freien, ja. Also natürlich auf dem Balkon, wie man das immer so macht. Wie jeder andere meiner Mitbewohner in meinem Haus trotz Verbot in der Hausordnung seinen Grill anwirft. Mit Holzkohle? Das habe ich auch gemacht. Nein, ich bin, wir sind ja ursprünglich Thüringer, ja. Jeder Thüringer würde mich jetzt wahrscheinlich windelweich prügeln. Ich bin mittlerweile ein Verfechter von Gas. Ach so, ich dachte schon Elektro, ja. Gas. Das hat einen Vorteil, weil wenn ich Bock habe auf Grillen, dann gehe ich da raus, drücke einmal auf mein Knöpfchen, dann geht das Gas, also dann entzündet sich das und das Ding ist heiß, ich muss mich um nichts kümmern. Grill, dann mache ich es wieder aus und dann muss ich mich auch um nichts kümmern, keine Asche, nichts. Ich liebe es, so ein Gasgrill. Hast natürlich dann kein Holzkohlearoma auf dem Grillgut. Du kannst Holz als Aromen ja mit rein tun in den Grill, das gibt es mittlerweile. Ach so, okay. Das ganze Bücher nur ums Grillen. Ich dachte, Bücher zum Anzünden. Also Bücher anzünden, geht auch. Da ist auch Holz drin. Und das Schöne ist, ja.
Ich habe relativ spät angefangen, so 18 Uhr. Es gab richtig tolle Sonnenuntergänge, die du sozusagen dann mit Bier am Grill anschauen kannst. Aber viel, viel spannender ist, dass du bei den Nachbarn in die Küchenfenster rein spechten kannst. Und kannst du schauen, was die so treiben. Und was treiben die so? Ja. Ah, okay. Ja, danke. Ganz spannende Sachen, glaube ich. Toll. Mir fällt eigentlich gar nichts Spannendes ein. Also ich fand es nur interessant. Also geht dir das dann nicht auch so, wo du sagst, du, mir geht es jedenfalls so. Nachts ein Fenster ist beleuchtet und da bewegt sich was und automatisch, schwupps, schaust du da hinein. Ja, natürlich. Also gar nicht absichtlich, sondern so unbewusst. Naja, ja? Ich habe hier auch mehrere Nachbarn, die nachts eventuell noch das Licht anhaben könnten. Ich bin immer ganz irritiert, weil ich dachte immer, oder ich denke meistens, dass ich der bin, der am spätesten noch unterwegs ist oder sehr, sehr spät ins Bett geht oder der Letzte ist, der vielleicht noch das Licht anhat. Aber ich sehe immer wieder die gleichen Fenster, die immer noch auch Licht anhaben. Und zwar wirklich richtig groß, normales Licht. Denke ich mir, was machen die jetzt? Kommt nichts im Fernsehen, schlafen die, gucken, lesen die, machen die irgendwas Unanständiges, ich weiß es nicht. Und gibt es tatsächlich Nachbarn, die sind ganz hart bei mir hier nebenan. Die machen echt also ganz lang. Hart mit, die machen länger die als Die machen du. Länger als ich, das meine ich mit hart. Was meinst du mit hart? Naja, ich wollte es nur wissen, ich wollte es einordnen. Also was heißt denn bei dir lang machen? Naja, so also zeitlich. Frühestens halb drei, sage ich mal. Und boah, halb drei. Das ist ja, klingelt mein Wecker ja schon fast. Ja, oder es ist tatsächlich, es sind vielleicht Leute, die auf die Nachtschicht oder die Frühschicht müssen, die dann schon wieder das Licht anhaben, weil der Wecker schon geklingelt hat. Aber du bist es nicht, du bist in Erding. Ich bin in Erding und mein Wecker klingelt 6:35 Uhr? Nee, das ist dann abends. Natürlich 6 Uhr morgens klingelt mein Wecker. Ja, 18:35 Uhr. Und ich muss den immer noch, das ist einfach, das habe ich mir so angewöhnt, ich muss den immer mindestens einmal noch ausstellen. Und der geht aber dann wieder und an? Das, oder? Der geht dann wieder an nach 5 Minuten. Das Fiese ist aber, dass ich immer vor meinem Wecker wach werde. Du hast deine innere Uhr. Geht das auch so? Also ich ärgere mich quasi über mich selbst, über meine innere Uhr, weil die weckt mich vorm Wecker. Es gibt nichts Schlimmeres, weil du denkst, oh, ich hätte noch 10 Minuten schlafen können. Ja. Ja, es gibt vielleicht Momente, wo du dann sagst, gut, dass die innere Uhr funktioniert und dass sie da ist, ne? Falls der Wecker mal und nicht geht oder so. Früher ja, ich hätte das ja, ich meine, du kennst das ja, wahrscheinlich 6 Uhr morgens ist für dich dann der Super-GAU, so früh aufzustehen, es sei denn, du musst Eis verkaufen, dann bist du ja euphorisch und springst quasi aus dem Bett und ich genieße es. Ich bin echt mittlerweile, ich hätte es nie gedacht, dass ich das mal dass ich das wirklich von mir sagen kann oder darf oder werde. Ich mag früh aufstehen. Ja, ist vielleicht eine Gewöhnungssache. Ich habe das 4 Jahre lang gemacht und war dann immer 4:30 oder 4:30. Nee, ja, aber 4:30 ist ja eine andere Zeit. Also 4:30 möchte ich nicht aufstehen. Ja, aber also 6 Uhr morgens, finde ich, kann man ganz aber gut man aufstehen. Kann sich auch an 4:30 gewöhnen. Das ist auch möglich. Irgendwann ist dann vielleicht mal Schluss nach 4 Jahren, aber so wie es bei mir war. Aber es hat ja, aber wenn du natürlich 3:30 ins Bett gehst, um 4:30 wieder aufzustehen, das gehst du natürlich, geht sich nicht aus. Gehst du etwas eher ins Bett, selbstverständlich. Apropos eher ins Bett. Das Wort der Woche. Ich bin. Ja, wir haben ein Wort der Woche. Ja, wir haben ein Wort der Woche. Ich habe auch einen Jingle dazu. Achtung, ich intoniere den mal. Das Wort der Woche. Das gefällt mir, das sollte man beibehalten. Also, das Wort der Woche lautet. Ich bin darüber gestolpert, als ich gerade was gelesen habe in einem. Du kannst über Wörter stolpern. Ja, ja, es hat wehgetan. Ich bin aufs Schnauze geflogen und das. Nee, es war eine andere Geschichte. Das war mit dem Joggen. Ich habe in einem Magazin ein Wort entdeckt. War es in einem Magazin? Ich glaube ja. Filigran. Ich finde das ein schönes Wort. Ja, du hast vollkommen recht. Ich finde es ein schönes Wort und wenn du mir das jetzt so sagst, es benutzt keiner mehr. Kaum, ne? Also so im Alltag. Ja. Ja, filigran. Ja. Und dann du sagst auch nicht, hey, du siehst heute so filigran aus, Schatz. Das könntest du auch machen. Ich habe mal geguckt, was überhaupt sinnverwandte Wörter sind. Also was man nehmen könnte statt was filigran. Was bedeutet das denn überhaupt? Na, es bedeutet gekörnter Draht. Also wörtlich übersetzt aus dem Lateinischen. Okay, ich nehme meine Wörter wieder zurück. Ja, aus dem Lateinischen, also von Lateinisch filum, das ist der Faden und oder Draht, ja, und granum ist das Korn. Es ist also was, es ist zerbrechlich, zart, vorsichtig, soft, kunstvoll, grazil, fand ich auch schön, ja, grazil, fragil auch manchmal, fein oder dünn oder auch sogar ätherisch. Und das Gegenteil, erstmal ein Beispiel, was das Gegenteil von filigran wäre. Fett, dick. Ja, sehr gut. Massiv. Ja. Robust. Ja, robust, sehr schön. Korpulent. Brachial auch. Ja. Brachial, ja. Also sozusagen das Gegenteil. Das ist sozusagen,
Ja, ja, stimmt. Ich finde es gut, ja? Ich finde es schön und ich finde, es hat so ein bisschen was Französisches. Irgendwie. Also die ideale Übersetzung ist, glaube ich, feingliedrig, könnte man auch sagen. Feingliedrig. Ja, filigran, feingliedrig. Ja. Finde ich toll. Und du bist da drüber gestolpert nochmal? Wie? Ich weiß nicht mehr. Magazin? Ich habe es, glaube ich, in irgendeinem Magazin gesehen, weil man, es fällt dann irgendwann auf, wenn man so ein Wort hat, was man eigentlich sehr selten liest oder. Ich finde das übrigens nutzt. Sehr schön, dass wir uns so lange über ein Wort unterhalten können. Ja. Schon. Wer das Wort filigran letzte Woche schon mal benutzt hat, schreibt bitte post@toverpodcast.de. In welchem Zusammenhang habt ihr filigran benutzt? Möchtet ihr es vielleicht ab jetzt in eurem Wortschatz aufnehmen, wenn es noch nicht da drin war? Wir würden uns sehr freuen über eure Vorschläge. Was kann man mit diesem Wort vielleicht noch machen? Man kennt es vielleicht auch aus so Uhrmacher, ja, so Leute, die mit so ganz komplizierten Kleinigkeiten zu tun haben, ja, also Schmuck, ja, Schmuckstücke bearbeiten, so verarbeiten. Da kann man das vielleicht auch anwenden. Das war das Wort der Woche und dann schließt sich natürlich logischerweise gleich an die Metapher der Woche. Das finde ich gut. Also du hast gleich zwei Wochenknaller. Absolute Wochenknaller. Die Metapher in unserem Podcast gepackt. Ja, die Metapher ist also ein sprachliches Bild. Ja, Metapher hatten wir alle in der Schule und das habe ich im RBB-Magazin ZIP gesehen. Und zwar. Ich finde es gut, dass du uns da nochmal aufklärst, weil das sind so Dinge, die hätte ich mir nie gemerkt. Metapher. Es gibt Leute, die sagen Metapher. Du hast ja auch Dubai. Mich beigebracht letztes Mal. Ja, ich finde das auch viel schöner, Dubai. Dubai statt Dubai, ja, das finde ich auch schöner. Ja. Also die Metapher der Woche aus dem RBB-Magazin ZIP. Und zwar war das Thema Wetter. Es ging ums Wetter, Wettervorhersage für den nächsten Tag. Und da hat der Wettermann hat gesagt, der Winter sitzt auf gepackten Koffern, ist aber noch nicht abgereist. Ist doch toll, oder? Das ist poetisch, das ist Poesie. Also vor allen Dingen müssen wir uns das jetzt bildlich vorstellen, ja? Also wenn wir es jetzt ganz zerlegen an der Stelle. Ja. Oder? Schon. Ja. Also mich würde ja natürlich erstmal interessieren, wie sieht dieser Winter aus? Ja. Ja. Und dann ist natürlich die nächste Frage, die man heutzutage stellen muss, ist der Winter männlich oder weiblich oder vielleicht beides? Beides. Also, ne, der Winter und was, vor allen Dingen, was hat er in seinen Koffern? Ja, was hat der Winter in seinem Koffer? Ich würde gerne wissen, was hat er? Hat er vielleicht Schnee drin oder Eiszapfen? Ja, also das sind so die Fragen. Ich werde auch dem RBB jetzt mal schreiben, ob da mal geklärt werden kann. Und mich würde natürlich interessieren, wohin will er denn reisen? Wohin reist er? Reist er mit dem Schiff? Ja. Reist er mit dem Flugzeug? Reist er mit dem Bob? Ja, mit dem Bob durch den Eiskanal? Was macht der Winter, wenn er mit seinen gepackten Koffern loszieht? Ist die Vergangenheit von Abreisen abgerissen? Abgerissen, ja. All solche Fragen. Ja. Und heute ist ja ein ganz besonderer Tag. Wir zeichnen heute auf am 4.3.2021. Ah. Und das ist ein ganz besonderer Tag, weil es ist der Countdown-Tag. Was ist ein Countdown-Tag? Den gibt es nur einmal. Nicht einmal im Jahrhundert. Wir haben jetzt schon den zweiten im Jahrhundert, aber es ist der letzte auf jeden Fall in diesem Jahrhundert. Und zwar, wenn man das. Countdown-Tag in diesem Jahrhundert. Okay, jetzt musst du mich aufklären, weil da stehe ich wirklich auf dem Schlauch. Das Datum: 4, 3, 2, 1. Ah, aber wir haben 2-2 drin. 4, 3, 2, 2, 1. Was haben wir? Es ist, wenn du das Datum. Es ist 2021. Du schreibst doch im Datum nicht den ersten zwei Ziffern vom Jahr. Du lässt die doch weg. Du schreibst doch. Warum? Seit wann das? Weil das dann nicht funktioniert mit dem Countdown-Tag. Das würde nicht funktionieren. Dann sag mir das doch. Ja, also, weil das mit dem Countdown nicht funktioniert. Nochmal. Okay. Entweder du sagst ja im Jahr 4321, wenn wir es noch so lange schaffen, dann haben wir da einen Countdown im Jahr. Aber ich meine natürlich. Ich hoffe doch, dass wir zwei das so lange schaffen. Wir lassen es einfrieren. Aber. Es ist, wenn man das. Wir reisen einfach mit dem Winter ab. Wir sind in seinen gepackten Koffern. Wir nehmen den Tag, den Monat und die letzten zwei Ziffern vom Jahr und haben die 4 für den. Das macht 10. Für den Tag, ne? Und die 3 für den Monat und die 21 vom Jahr, also 4.3.21. Das ist dann auch der letzte Countdown-Tag in diesem Jahrhundert. Es gab. Hat aber Elon Musk kein Glück gebracht, weil seine Rakete explodiert ist. Das stimmt. Ja. Und nachdem sie gelandet ist, übrigens auch Ironie, Treppenwitz, ja. Es ist gelandet und dann explodiert. So wie unser. Es ist einfach, weil Raketen normalerweise nicht landen, sondern die schlagen irgendwo auf und explodieren dann. Normalerweise schon, ja. Finde ich gut. Das heißt, du hast für uns auch einen Countdown mitgebracht. Genau, ich habe einen Countdown mitgebracht, denn am Countdown-Tag starten wir beim Tova-Podcast, Tobias und ich, einen Countdown. Das werde ich. Gut. Was muss ich tun? Du drückst bitte, wenn ich sage jetzt, drückst du bitte auf den Knopf.
Und zwar jetzt. Sehr gut. Das gefällt mir. Sehr gut. Was passiert jetzt? So, Tobias weiß nicht, um was es sich bei diesem Countdown handelt, beziehungsweise was dann am Ende dieses Countdowns sich befindet. Das weiß momentan nur ich. Tobias kann es aber vielleicht denken, wenn ich sage, dass es ungefähr ein Jahr dauert, bis dieser Countdown vorbei ist. Von jetzt an. Also wir haben diesen Countdown jetzt gestartet und ungefähr ein Jahr wird es dauern. Das darf ich noch nicht genau verraten, wann der dann aufhört, aber das wird auf jeden Fall ein großes Hallo geben am Ende. Am Ende dieses Countdowns werden alle Bescheid wissen, aha, jetzt ist der Countdown zu Ende und dann wird etwas ganz Großartiges passieren. So, mehr verraten wir an der Stelle noch nicht. Es wird noch eine Weile dauern, bis alle Bescheid wissen, worum es geht. Ungefähr ein Jahr. Und solange müssen wir die Spannung jetzt am Kochen halten. So, jetzt kommen wir aber... Ich bin gespannt. Ja. Ich bin echt gespannt. Es ist schwierig. Ja. Es ist schwierig. Ja, es ist schwierig. Es ist schwierig. Das ist echt eine Herausforderung, so lange Spannung zu halten, vor allen Dingen auch. Ja. Deswegen sollten wir vielleicht lieber das Thema wechseln, weil sonst ist die Spannung gleich wieder weg. Kommen wir zum Thema Besoffene. Ah, was sehr gut. Was ich diese Woche... Das funktioniert doch gar nicht mit deinem Bier. Du hättest doch Alkoholisches trinken sollen. Ne? Stimmt, es ist kein Alkohol. Nimm nochmal einen Schluck, vielleicht hilft's. Apropos kein Alkohol, es gibt jetzt was zum Thema mit Alkohol und zwar gibt es betrunkene Saugroboter. Es gibt ja diese Roboter, die saugen Staub, ohne dass man sich drum kümmern muss. Machen die haben so eine Software drin und dann fahren die durchs Zimmer. Und ich glaube, Tobias, du hast doch auch so ein Ding gehabt. Ich habe das doch mal gesehen. Ich habe so ein Ding und es hat sich irgendwie versteckt, glaube ich, unter meinem Bett. Und ab und zu mal hole ich es wieder raus und zwinge ihn zum Putzen. Ja, ich hab's. Ja, ich kann das nachvollziehen, ja. Jetzt gab es diese Zeitungsmeldung, dass einige dieser Saugroboter offenbar betrunken sind. Das heißt, die Software spielt verrückt. Ich sag kurz, was da passiert ist. Also die stoßen gegen die Wand, ja, mehrfach und hören gar nicht mehr auf, ne? Und irgendwann bis die Batterie halt leer ist. Ist das denn überhaupt dann noch betrunken oder ist das wie im Zoo, weißt du, so Tiere, die im Zoo manisch von links nach rechts hin und her laufen? Da gibt es ja auch so einen Begriff dafür. So, du meinst, die so gaga sind. Die sind depressiv vielleicht. Ja, so halb. Vielleicht sind die betrunkenen Saugroboter einfach nicht zufrieden mit ihren Käuferinnen oder Käufern. Ja, möglicherweise, ja. Der Fakt ist nur, das ist also die Software, die muss verzweifelte irgendwie... Verzweifelte Ehefrauen, die mit dem Kopf an die Wand stoßen. Verzweifelte Saugroboter, die verzweifelt an die Wand fahren. Ja, die Software hat ein Problem. Das ist also alles, was mit Smart zu tun hat, muss man damit rechnen, dass es irgendwann durchdreht und verrückt spielt und irgendwelche Sachen tut, die man eigentlich oder die es eigentlich nicht tun sollte. Da sind wir wieder bei deiner These, dass du sagst, irgendwann geht alles von alleine kaputt. Und vielleicht ist es ja auch in der Software dann so der Schalter. Wenn der Countdown abgelaufen ist, dann wird es entsteht ein betrunkener Saugroboter, der nur noch gegen die Wand fährt. Möglicherweise. Und du hast eine Statistik dazu, ja? Ich habe eine Statistik dazu. Und zwar ist das die Statistik, Moment. Da ist sie. Wie verhalten sich betrunkene Staubsauger? Ja. Habe ich eine Statistik dabei? 46% der betrunkenen Staubsauger fahren mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Wohnung. Ja. 23% pöpeln andere Haushaltsgeräte voll. Mhm. Und 17%, halt die fest, kotzen auf den Teppich. Ah, 17% kosten natürlich. Also wenn Sie so ein Gerät haben, schauen Sie sich mal genau an, ob es wirklich doch sich normal verhält oder ob es vielleicht schon erste Anzeichen darauf gibt. Also ich empfehle da nur zwei Dinge, Mario. Entweder du lässt putzen oder du putzt wieder selber. Dann kann das nicht passieren. Oder ab sofort gibt es betrunkene... Staubsauger-Schubser anstatt Roboter. Ja, das geht auch. Ich benutze einen herkömmlichen Staubsauger, über den ich die 100%ige Kontrolle habe und der saugt auf, bevor Geruch entsteht, sage ich mal. Okay. Wie machst du das? Das ist eigentlich ein gutes Thema. Wie oft leerst du dann deinen Staubsaugerbeutel? Das kann ich nicht schlecht sagen, kommt darauf an, wie oft ich sauge. Also es ist schon relativ häufig, glaube ich. Ich habe keinen Beutel, ich bin umweltbewusst. Weil du viel saugst. Weil ich hier viel Staub habe. Das ist in Berlin leider ein bisschen anders als auf dem Land bei euch in Erding. Hier ist extrem viel Staub durch den Verkehr und die Straßen und den, Dieselruß und so weiter. Und ich habe aber keine Staubsaugerbeutel, ich habe einen Tank, einen Plastikbehälter, den ich dann leere und das schon seit einigen Jahren. Also das ist schon sehr praktisch, finde ich total toll. Und funktioniert super und hat auch richtig Power und Bums und dann geht's los. Und da hat noch nicht einmal auf den Teppich gekotzt, mein Staubsauger. Das soll auch so sein, ne? Und das heißt, du kannst auch Flüssigkeiten wegsaugen, dann hast du... Würde ich nicht, nein, keine Flüssigkeiten. Okay. Nein, sowas nicht. Das mache ich nicht. Die Flüssigkeiten trinke ich selber aus vorher.
Wichtig auch eine Nachricht aus unserer Heimat. In unserer Heimat ist was Schlimmes passiert. Nein, und zwar doch in welcher? Thüringen. In Thüringen, eine ganz schlimme Sache in Thüringen passiert. Parkplatz vergessen. Polizisten haben sich als Helfer unter Not erwiesen. Und zwar haben am Mittwoch Polizeibeamte in Greiz einem Rentner geholfen. Am frühen Abend halfen sie einem 65-Jährigen, der sein Auto in Greiz geparkt hatte, es später aber nicht mehr wiederfand. Nachdem der Rentner schon eine Weile nach seinem Auto gesucht hatte, bat er die Beamten um Unterstützung. Sie konnten das Fahrzeug schließlich verschlossen und unbeschädigt im Stadtgebiet auffinden. Glücklicherweise war das Auto nicht gestohlen worden. Der Rentner hatte einfach nur vergessen, wo er es abgestellt hatte, schreibt die Polizei. Ist dir sowas auch schon mal passiert? Was, dass die Polizei schreibt, glücklicherweise wurde das Auto nicht gestohlen, sondern nur fälschlicherweise abgestellt. Ich muss jetzt mit erschrecken. Du schon mal vergessen hast, wo dein Auto stand. Ja, meine Güte. Dutzend, oft genug passiert mir das. Ohne Scheiß. Ja. Das kannst du aber nicht nachvollziehen, weil ich bin ja so ein, ich fahre jeden Tag sozusagen in die Arbeit mit meinem vierrädrigen Freund. Ja. Und da ist ein Parkhaus. Und je nachdem, zu welcher Uhrzeit du da aufschlägst, musst du immer woanders parken. Und wenn ich zur richtigen Uhrzeit da komme, dann habe ich sozusagen so einen Stammbereich, der irgendwann mal voll belegt ist. Und dann stellst du das Fahrzeug irgendwo anders ab. Und das Ding hat ungefähr 7 Stockwerke, so ein Parkhaus. Und dann ist es mir schon oft passiert, dass ich sozusagen hoch in die Nummer 5 laufe und dann feststelle, scheiße, wo habe ich heute geparkt? Du kannst es dir nicht vorstellen, das passiert mir wirklich. Für möglich gehalten. Ist noch ein guter Grund für ein Homeoffice, ja. Doch lieber zu Hause bleiben. Da hast du das ja, oder ich muss mir langsam Gedanken machen. Ja? Vielleicht werden wir doch, wir zwei, du und ich, doch etwas älter, als mir das normalerweise sonst vorkommt. Ja, also wir sind noch nicht 65, wir sind nah dran, aber noch ist ein bisschen hin. Und mir ist eigentlich bis jetzt sowas Ähnliches ständig passiert. Also ständig, aber es ist nicht genau das Gleiche. Ich vergesse halt immer nur, wo mein Rollator steht. Tobias, ich habe ein Geschenk für dich. Oh, das ist schön, Mario. Du hast ein Geschenk für mich. Ich fühle mich geehrt. Ja, ich hab ein tolles Geschenk. Pass auf, du musst dich jetzt ganz doll freuen. Und zwar habe ich ein Geschenk für dich. Ich habe was gefunden beim Aufräumen. Es ist so, ich habe die Bank gewechselt und ich habe jetzt eine andere Bank. Und aber ich muss mich jetzt auch freuen. Also das ist jetzt quasi verpflichtend. Nee, du kannst machen. Ach so. Ich habe die Bank gewechselt und habe jetzt was übrig. Ich brauche das nicht mehr. Und zwar habe ich hier eine TAN-Liste. Ich habe hier noch ein paar TAN-Nummern übrig, weil das geht ja jetzt alles über das andere Konto. Und da für hast mich? Du, glaube ich, also so eine TAN-Liste? Ja, ich schenke dir ein paar Nummern. Ja? Ich schenke dir ein paar TAN-Nummern. Kann man die eigentlich, sind die so aufziehbar, also so rubbelbar, oder sind die komplett ausgedruckt und du musst sie nur noch ablesen? Die sind ausgedruckt und du schreibst die jetzt mal auf, dass du die verwenden kannst. Ja, schreib dir das mal auf. Nimm dir mal was zu schreiben. Du musst jetzt extrem leise durch den Podcast flüstern. Weil die darf ja nur ich hören, ja. Oder die Nummer. Genau, okay. Pass auf. Also folgende Zahlen, ja. Das ist einmal die Nummer 25 89 43. Das ist die erste Nummer und die zweite Nummer ist. Warte, ich muss mir erstmal überlegen, was ich mir dafür hole. Dann die nächste ist die 71 68 06. Das ist eine schöne Zahl, die gefällt mir. So, die dritte ist, ich habe jetzt 20 Nummern, Achtung, die dritte ist 87. Aber nur 3, das reicht. 87 36 72. Ja, die kannst du verwenden. Ich schenke die dir und dann kannst du damit die Transaktion machen. Ich habe jetzt ein anderes Konto und freue dich doch mal ein bisschen. Ich freue mich riesig, dass ich deine alte TAN-Listen-Sammlung benutzen darf. Vor allen Dingen ist das ja, das ist ja auch wieder so ein schönes Beispiel von Recycling. Also du schmeißt die ja nicht weg, sondern du gibst die jetzt weiter. Ja, ich gebe die jetzt weiter, weil die sind noch nicht abgelaufen. Ne? Die anderen habe ich alle durchgestrichen und die sind noch nicht abgelaufen. Die kannst du also wirklich noch benutzen. Ja? So, dann kann ich die Liste jetzt weiter toll. Verschenken. Das ist wie Weihnachten. Also ich muss mir jetzt echt wirklich überlegen, was ich damit mache. Wie viel Uhr ist eigentlich? Ich habe keine Ahnung, wie viel Uhr es ist! Uhrenvergleich. Hallo, hier spricht Vinson von Flux FM und es ist 18 Uhr 35. Ich glaube, Mario, ich höre schon wieder was bei dir. Und ich freue mich echt. Ich glaube, die Quizhexe kommt. Lass sie doch mal bitte rein. Ich lasse sie mal rein. Ich bin die Quizhexe. Was hat zwei Beine und kann nicht laufen? Eine Hose. Wie heißt der Blumenhändler von Tokio?
Tom Hanks. Na, ihr seid doch so Filmfreaks. Also, wie heißt der Blumenhändler von Tom Hanks? Florist Gump. Was sollte ein Blinder mit ins Schwimmbad nehmen? Einen Seehund. Bis bald, die Nasen. Ich habe sie echt lieb gewonnen mittlerweile. Ja, ne? Also ich mag die total, glaube ich. Die spricht, hat ein bisschen undeutlich, also ne, sie hat ein bisschen komisch gesprochen, das liegt aber auch an ihrer Maske. Ne? Auch die Quizhexe muss auf die Maske achten, wenn sie rumschwebt im Studio. Ja, wir werden ja auch gemonitort oder sozusagen überwacht. Ja, der Bunsenbrenner, passt ja auf. Der Dr. Bunsenbrenner passt ja auf. Er passt auch auf die Quizhexe auf. Also das ist alles in Ordnung hier. Die hat natürlich auch eine Maske auf. Und dann kommen wir doch gleich mal zur Hörung. Mit wie viel Abstand muss die eigentlich jetzt hier durch Berlin fliegen? Das ist ja schon nochmal was naja, anderes. Naja, die fliegt ja über den Leuten drüber. Also da ist genug Abstand. Das ist kein Problem. Das ist überhaupt kein Problem. Wir kommen zur Hörerpost. Die Post ist da. Mario, ich hab einen Fax bekommen. Und zwar von Tina aus Torquede. Okay. Aha. Tina schreibt: Hallo Tobi, hallo Mario. Ich würde mich gerne bei euch als Ersatz für die Quizhexe bewerben, falls die alte Schachtel mal vom Besen fällt und sich so stark verletzt, dass sie nicht am Tova-Podcast teilnehmen kann. Um euch von meinen Quizfähigkeiten zu überzeugen, schenke ich euch folgende zwei Fragen samt Antworten. Sag mal, Mario, möchtest du das vielleicht vorlesen? Du kannst die Quizhexe vielleicht besser imitieren als ich. Ja, ist okay, ich probiere mal. Also, warum kommen Querdenker in den USA auf den elektrischen Stuhl? Weil sie die Spritze verweigern. Zweite Frage. Wie viele Querdenker braucht man, um eine Glühbirne auszuwechseln? Keinen. Es gibt keine Glühbirnen. Ja, ich würde sagen, Tina, ich weiß nicht, wie findest du es? Ja, also ich fand's okay, ja, also es kommt noch nicht so ganz an das Niveau ran von der richtigen Quizhexe, aber man kann es mal für später mal aufheben. Also ich schreibe die Tina mal auf. Ja, ich würde sagen, wir schreiben ja. Tina mal auf und Tina, wenn wir niemanden anders finden, dann bist du unsere erste Wahl. Genau, Tina. Also danke für deine Einsendung, dass du mitdenkst bei uns ein bisschen und das, solche Hörerinnen brauchen wir. Vielen Dank. Zweite Postsache, die im Briefkasten war bei mir, ein richtiges, echtes Papierstück, ein Flyer von einer, ja was ist das hier, eine Lotterie? Ich weiß nicht genau. Es steht drauf, Osterglück, rubbeln Sie sich reich mit der Mega-Rubbelkarte. Und das fand ich toll. Also ich meine, ein bisschen. Und ich glaube, das Schöne ist ja, wenn du da wirklich dann alles aufrubbelst, dann gewinnst du ja auch automatisch. Das will ich jetzt mal testen. Ich will mal gucken. Man kann ja, man hat ja 12 Osternester sind da drauf, die sind alle zu, die muss man jetzt aufrubbeln. Kannst du mir sagen, was ich da zum Rubbeln nehmen kann? Ich habe hier eine SD-Karte. Ich würde dir empfehlen, du nimmst deinen Ellenbogen, weil dann weißt du, dass es wieder Zeit ist, den einzucremen. Ein Ellbogen. Den äußeren oder Ellenbogen. Den inneren? Äußeren. Wäre es nicht einfach, ich habe ja einen USB-Stick und eine SD-Karte oder ein... Falls du den nicht mehr benutzen willst, ja, eine Münze ist natürlich immer gut oder... Ein Geldschein? Fingernagel. Fingernagel. Ich probiere es mit dem Fingernagel. Warte, ich mach's mal mit dem Fingernagel, fange ich mal an. Oh, ich habe wie viel... Man muss hier 5 grüne Eier muss man haben und dann kann man eventuell was gewinnen. Ich habe ja schon ein grünes Ei. Oh, scheiße. Beim ersten Mal schon. Und das Tolle ist, man kann hier durch, obwohl das hier zugeklebt ist mit diesem Rubbelzeug, mit diesem silbernen, kann man schon erkennen, was drunter ist, weil das ein bisschen Millimeter verdeckt gedruckt ist. Also das sind schon Eier drunter, willst du damit sagen, oder? Man kann schon ohne zu rubbeln merken, welche Eier drin sind. Jetzt habe ich ein rotes Ei, noch ein grünes Ei. Ein, was ist denn das? Türkis? Für Leute, die farbenblind sind, ist es aber so benachteiligend. Wenn ach, du brauchst grüne Eier. Ich brauche 5 grüne Eier. Oh, ich habe schon 5 grüne Eier. Was ist denn unter den anderen drin? Noch ein 6. Ei. Ich habe 6 grüne Eier. 7 grüne Eier. Wie viel brauche ich? Ich brauche wirklich nur 5. Ich brauche mindestens. Finden Sie grüne Ostereier? Mindestens 5. Moment. 7. Finden Sie, da steht gar nicht, wie viele grüne Ostereier. Man braucht einfach nur grüne Ostereier. Ich habe jetzt hier 7 grüne Ostereier. Ich kann ein Auto gewinnen, 500 Euro in bar. Jetzt bin ich im Lostopf. Ich könnte jetzt gewinnen. Also jetzt dadurch, dass ich hier grüne Eier habe, dadurch, jetzt dass musst ich... musst du nur noch komplett die Hose runterlassen, ja. Oder? Das ist das, was warte mal, ich lasse mal die Hose runter. Und jetzt dadurch, dass ich jetzt grüne Eier habe, kann ich hier... Bin ich in der Verlosung drin, in der Osterverlosung. Finde ich gut. Du bist der erste Mensch, den ich kenne, den grüne Eier glücklich macht. Ja.
Ich bin gespannt, ja, was ich gewinne. Ich werde es dann beim nächsten Mal, wenn ich gewonnen habe, werde ich das dann mit dir teilen. Schön. Und dann fliegen wir irgendwo hin für 500 Euro. Genau. Ja. Finde ich gut. Wo kommen wir hin für 500 Euro? Ich glaube, unser letzter Ausflug für 500 Euro, der ging nach Sibirien geplant. Oder? Ja, das hat ja nicht funktioniert, aber das ist. Kommt schon hin. Wir gucken mal, ob das vielleicht diesmal klappt. Aber wir kommen schon weit damit. Dann haben wir aus dem Nachbarschaftsnetzwerk, hatte ich wieder was im E-Mail-Postfach. Ach, und zwar. Deine Quelle, ja, deine nie versiegende Quelle an Themen. Wird nie versiegen. Du erinnerst dich vielleicht noch an Andrea. Vor zwei Wochen hatte Andrea K. aus meiner Nachbarschaft hatte sie ein Tauschangebot gemacht. Sie wollte Ohrstecker tauschen gegen eine Tüte Paprika-Chips. Ja, erinnerst dich vielleicht. Unsere Wahnsinn. Hörer und Hörerinnen erinnern sich vielleicht auch. Tauschangebot von Andrea. Jetzt hat Andrea nachgelegt. Andrea hat sich wieder gemeldet und zwar möchte sie diesmal tauschen ein dehnbares Armband mit dunkelgrünen Steinen gegen was wohl? Gegen eine Tüte Paprika-Chips. Keine 24 Stunden später hat sich Andrea wieder gemeldet und sie schreibt, sie hat ihr Tauschangebot nochmal verbessert, also man kann es ja hinterher nochmal korrigieren, und sie hat hingeschrieben, tausche dehnbares Armband mit dunkelgrünen Steinen gegen eine Tüte Chips, und jetzt das, was neu hinzukommt, muss keine teure Sorte sein. Ich sag mal, Leute, kann bitte endlich mal jemand dafür sorgen, dass Andrea ihre verdammten Paprika-Chips kriegt. Das kann doch nicht so schwer sein. Das wäre jetzt mein Bitte an dich. Bring Andrea doch bitte mal eine Tüte nicht so teure Chips vor. Ja, ich glaube, ich mache das. Ich bringe einfach Tüte Chips. Ich sage, hier, Andrea, lass mich in Ruhe mit deinem scheiß Schmuck. Ich möchte das haben. Du willst den Schmuck haben, ja? Ja, bitte. Okay, dann schöne Grüße aus Erding, bring das vorbei und sag, hier sind die Chips, und gesponsert von uns zwei. Ohrstecker und Armband. Und das könntest du wirklich machen, und du bringst dir noch so eine schöne Tohuwa-Podcast-Postkarte. Eine Tohuwa-Postkarte. Die Postkarte gibt es obendrein für jeden, der uns einen sachdienlichen Hinweis, etwas Tolles fürs Programm per E-Mail oder per Post schickt. post@tohuwa-podcast.de, und dann gibt es die Hugo, von Hugo persönlich, unserem Maskottchen, unserer griechischen Landschildkröte, signiert. Ist das die Postkarte, die es dann zurückgibt. Die klebt sogar, die hat irgendwie Kaugummi hinten dran, dass sie kleben kann. So, also wir werden dafür sorgen, dass Andrea ihre Paprika-Chips kriegt. Und dann hatten wir noch was von Andrea. Andrea ist, glaube ich, die Einzige, die in meiner Nachbarschaft überhaupt irgendwas zum Tausch anbietet. Sie tauscht eine Kugelvase. Und zwar graue Kugelvase aus Glas möchte ich gern tauschen. Ich würde mich über eine Glückwunschkarte zur Silberhochzeit freuen. Es muss keine teure sein. Eine Glückwunschkarte zur Silberhochzeit. Warte mal, Moment, Andrea. Warte mal kurz, Andrea. Ich nehme meinen Füller. Moment. Ich nehme mal meinen Füller. Und liebe Andrea, nebst Anhang, herzlichen Glückwunsch zur Silberhochzeit. So. Wenn das funktioniert, so kann man sich eigentlich auch ein soziales Netzwerk spannen. Bitte, liebe Leute, schickt mir Glückwünsche zur silbernen Hochzeit. Aufkleber drauf. Andrea, die Karte ist unterwegs. Mein Mann denkt leider seit 10 Jahren nicht dran. Die Karte ist unterwegs. Ich wünsche mir, bring mir bitte die Glasvase vorbei. Ich freue mich schon sehr drauf. Dann haben wir etwas an. Du bist ja ein Freund. Was würdest du denn damit machen mit dieser Glasvase? Du bist doch eher der Freund, der wenig Besitz hat. Ich stelle eine Blume rein. Eine schöne Silberdistel. Passend zur Silberhochzeit stelle ich dann eine Silberdistel in die schöne graue Kugelvase rein. Ich habe ein Bild gesehen, das sieht ein bisschen aus wie so ein Lampenschirm. Man kann sie auch als Lampe einschrauben, glaube ich, in die Decke. Jetzt was eine andere Inserentin, Leonore. Leonore S. möchte etwas verschenken. Und zwar, sie verschenkt, Achtung, vegane Zahnseide. Ich habe diese Zahnseide aus Chinchilla abzugeben. Ist Chinchilla, ist das nicht ein Hund? Also, ist. Nee, Chinchillas, das sind so Nager, so große Mäuse. Das ist ja sehr vegan, finde ich. Ich habe diese Zahnseide, von Chinchilla abzugeben, nicht aus. Von ist Chinchilla. Von Chinchilla abzugeben, nur 2 bis 3 Mal benutzt. Aha. 2 bis 3 Mal benutzte Zahnseide ist leider nicht so mein Fall. Ist leider nicht so mein Fall, schreibt sie. Plastikfreie vegane Naturzahnseide. Also, habe ich das richtig verstanden? Das ist Zahnseide, die ist schon 2 Mal benutzt. Das ist nicht ihr Fall und deswegen will sie abgeben. Aber sie ist vegan. Ich stelle mir die jetzt gerade, Metapher, wir sind ja bei Metaphern, ich stelle mir diese Zahnseide gerade bildlich vor.
Ich höre wieder auf, diese Zahnseite in meinem Kopf bildlich zu kreieren. Hm? Ich hatte ja erstmal überlegt, erst lieber noch eine Pizza. Wieso ist Zahnseite überhaupt vegan? Also ich dachte, das ist so Plastikzeug, aber es gibt offenbar plastikfreie, aber plastikfrei heißt aber dann, Plastik ist doch vegan, das heißt doch nicht, dass es vom Tier kommt. Also ja, das heißt, ne? Ja. Also es ist, das ist das Schöne in Berlin, ja? Also ich glaube, man kann sich einfach die Welt drehen und wenden, wie man sie möchte. Es ist alles vegan, was nicht von Tieren ist. Das stimmt. Also mein Vorschlaghammer zum Beispiel, der ist auch vegan, weil er ist ja aus Eisen und Holz. Siehst du? Ja. Kannst du auch als Zahnseidenersatz benutzen und Vorschlaghammer, wenn du möchtest. Ja, da ist das Problem mit den Zähnen ein für alle Mal vorbei. Das wäre viel besser. Und du, gelöst. Du hast auch noch einen Brief gekriegt von nebenan.de, ein E-Postbrief. Ich habe das und von Tatjana K. habe ich was. Und zwar schreibt sie an Nachbarn im 4. OG oder 5. OG in der Beuselstraße und anliegend. Aha. Hallo liebe Nachbarn, ich habe eine etwas merkwürdige Frage und hoffe auf Antworten. Seit ein paar Wochen habe ich das Gefühl, dass ich in meiner Wohnung so eine Art Vibration wahrnehme. Ich frage mich, ob das vielleicht von der Autobahn oder den Zügen kommt, die an der Beuselstraße regelmäßig durchfahren. Ich hatte das schon mal gegoogelt und gelesen, dass sich solche Verkehrserschütterungen als Vibration bis in anliegende Wohnungen durchsetzen können und dass man das insbesondere in den obersten Stockwerken merkt. In Klammern, ich wohne im 5. OG. Meine Güte, lange Sätze. Deswegen wollte ich mal fragen, ob es vielleicht anderen Leuten, die weiter oben wohnen, auch so geht. Bitte nur seriöse Antworten. Danke euch im Voraus. Ja. Echt, Mario, dummerweise wären mir wieder so viele unseriöse Antworten eingefallen und dann lässt Tatjana das nicht zu. Ja, also die drei seriösesten Antworten, die mir dazu eingefallen sind, sind folgende. Platz 3. Tatjana, sei doch froh, dass sich deine Nachbarn offenbar so doll lieb haben. Also Verkehrserschütterung ist gar nicht so falsch. Platz 2, das, liebe Tatjana, liegt an der Plattentektonik. Das ist Geografie Klasse 7. Die Beuselstraße liegt genau auf der Grenze der westeurasischen Platte zur osteurasischen Platte. Und da kann es schon mal zu Vibrationen kommen. Und Platz, das kann übrigens, ja, Mario, in Berlin schon mal passieren. Natürlich, das kann passieren. Und Platz 1, Das sind die Fraggles, ja, die Fraggles, die kleinen Stoffpuppen, die hinter der Scheuerleiste wohnen und die machen nachts immer Krach und singen. Sing und schwing das Bein, lass die Sorgen Sorgen sein, in das Lied stimm ein, froh nach Fraggle Art. Kennen wir doch alle, das sind die Fraggles, ganz einfach, deswegen vibriert das nachts. Also keine Sorge, kein Problem. Und das, Mario, das ist wieder mal ein Grund, unseren Podcast zu abonnieren, glaube ich. Ja, wir sind froh und wir singen zwischendurch. Und Kim Jong-un hat mich angerufen, der sympathische Diktator aus Nordkorea hat mich angerufen und hat gefragt, wie er den Tova-Podcast abonnieren kann. Und ich habe gesagt, pass mal auf, lieber Kim, wir sind per Du, ja. Lieber Kim, du musst dir über deine Cyberhacker aus dem westlichen Ausland erstmal eine Podcast-App besorgen. Die installierst du dann auf deinem Pentium 75 und dann suchst du nach Tova-Podcast und dann klickst du auf Folgen bzw. Abonnieren. So, Tobias. Und das, lieber Kim, und nicht nur Kim kann das, sondern ihr auch, liebe HörerInnen, und außen könnt ihr machen bei Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Fio und so weiter. Aber bitte, bitte, bitte gebt eine Bewertung ab. Mindestens, ja, Mario? Ja. Weißt du schon, mindestens 5 Sterne oder mehr. Und vor allem empfehlt uns weiter. Ich finde, Poddle ist auch eine schöne Plattform. Sollte mal einführen. Poddle, was du gesagt hast. Ja? Poddle. In Konkurrenz zu Spotify, ja. Poddlefy vielleicht. Viele wissen ja mittlerweile, Tobia. Wir hätten den Namen vorher schützen sollen. Poddle. Kennst du ja alle, ja. Tobias hat ja noch einen Nebenjob, er ist ja im Radio auch tätig. Bei Radio Erding macht er einen auf Late Night Talker. Was heißt, er ist Late Night Talker. Er ist der Late Night Talker bei Radio Erding. Und dort hat er ein Pseudonym, heißt dort Tobian. Und er nimmt sich, ja, intimen, heiklen, persönlichen Fragen seiner Hörerinnen und Hörer außen an. Und ab und zu zweigt er auch was für unseren Podcast ab. Und da hat sich jetzt jemand gemeldet mit einem sehr brisanten, ja, wie soll man sagen, mit einem sehr brisanten Anliegen. Wir hören uns das mal an. Hallo, Tobian. Ich habe mal eine Frage. Ich frage für einen Freund. Mein Name ist Werner ist mein Name und ich frage für einen Freund, der hat gesagt, der hat eine riesen Angst wegen der Corona-Impfung. Der hat Angst, dass sein, weißt du, der hat richtig Angst, dass wenn alle geimpft sind
Und dann kommt seine Frau nach Hause und die braucht keine Maske mehr. Und der hat so eine Angst, dass die Maske absetzt. Oh Scheiße, meine Frau, das ist sie. Mach's gut, Tobian, mach's gut, ciao. Lieber Dave, Werner, zunächst mal nehme ich an, dass es einen guten Grund gibt, warum deine Frau keinen Wohnungsschlüssel hat. Dann möchte ich dir natürlich danken, dass du so mutig bist, dich mit deinem schlimmen Problem bzw. dem Problem deines Freundes an mich zu wenden. Was jetzt die Maske betrifft, ich würde deinem Freund raten, dass er seiner Frau sagt, dass er total auf Rollenspiele steht und dass es ihn extrem geil macht, wenn sie auch weiterhin wie eine OP-Ärztin herumläuft und ihm dann auch gleich mit dem Skalpell in der Küche etwas Leckeres zu essen zubereitet. Und vielleicht fallen dir noch viele andere Dinge ein. Danke, Tobian. Ich denke mal schon, das sollte dem Werner aus Werners Grün, kommt er übrigens, geholfen haben und hoffe mal, und dass es ihm geholfen hat. Und schöne Grüße nach Werners Grün zu seinem Freund vor allen Dingen. Ja, nicht nur dem Werner, sondern vor allen Dingen, dass sein Freund bald wieder Ruhe hat zu Hause. Wir kommen zur Schnellraterunde. Hier ist die Tohuwa Podcast Schnellraterunde. Bist du bereit, Tobias? Ich bin bereit, Mario. Wie hoch war das Budget für den Film El Mariachi, mit dem der mexikanisch-amerikanische Starregisseur Robert Rodriguez 1992 seinen Durchbruch schaffte? Der hat El Mariachi damals für 7.000 Dollar gedreht. Der hat am Set alles selber gemacht und die Schauspieler waren Freunde und Bekannte. Das stimmt, ja. Und wir haben vorm Studiofenster, haben wir übrigens ein paar Jungs, die behaupten, dass sie damals die Titelmusik machen wollten für El Mariachi. Ich mach mal das Fenster auf. Hey Jungs! Danke Jungs! Das waren unsere Mariachis, ne? Die wollten damals mitmachen. Haben es, glaube ich, nicht geschafft auf den Soundtrack, aber ist egal, vielleicht klappt es mal irgendwann später. Wer war 1911 in Kitzbühel die erste Frau, die offiziell einen Skisprung absolvierte? Das war Gräfin Paula von Lamberg. Und die ist dann in ihrem wehenden Kleid 22 Meter weit gesprungen. Jawohl. In welcher Zeit können fast alle Säugetiere ihre Blase vollständig entleeren? Laut Wissenschaftlern des Georgia Institute of Technology in Atlanta dauert das maximal, Mario, 21 Sekunden, bis die Blase leer ist. Stimmt das, Herr Dr. Bunsenbrenner? Ja, das stimmt. Dankeschön. Stimmt, richtig. Wie spät ist es? Es ist genau 18 Uhr 35. Richtig. Wenn bei einer Party 23 Gäste sind, wie hoch liegt dann die Chance, dass zwei von denen am selben Tag Geburtstag haben? Moment, das lässt sich einfach ausrechnen. Die Chance liegt bei über 50%. Jawohl. Warum trugen Seefahrer früher oft Augenklappen? Weil ein Auge vom Blick in die Sonne oft blind wurde, Mario. Ja, die haben doch navigiert irgendwie, ne? Das ging doch dann mit dem Auge, ja, ja, genau. Mit dem Auge haben sie navigiert. Ja, klar, mit der Sonne, ne? Ja. Wir bleiben beim Thema. Wie viele Menschen waren laut Bibel auf der Arche Noah? Das waren genau 8. Richtig. Und zwar 8 Frauen. Nein. Wovon lebt eigentlich Peter? Peter lebt von Luft und Liebe. Ja, schön. Welches Teil der Berliner Gedächtniskirche wurde 1971 gestohlen? Ach, das war der Minutenzeiger der Turmuhr. Jawohl. Unsere Zeit, ja, 18.35 Uhr, was wir jetzt haben, das hätte diese Uhr nie anzeigen können. Das stimmt, ja, ja, ist richtig, ja. Ja. Eigentlich tragisch, ja, sehr, sehr tragisch. Ich muss mal gucken, ob der jetzt wieder dran ist. Ich weiß es gar nicht, weil er wurde gestohlen. Haben sie überhaupt wieder dran gemacht? Ich finde, das sollten wir da einführen. Also keine digitalen Uhren mehr, sondern Zeigeruhren ohne Minutenzeiger. Dann kannst du auch nicht mehr so leicht zu spät kommen. Ja, ja, gute Idee. Wann startete der Nordatlantische Eiswarndienst? Der Nordatlantische Eiswarndienst, finde ich übrigens toll, dieses Wort, gefällt mir, begann seine Arbeit 1913, also ein Jahr, nachdem die Titanic untergegangen war. Ja, richtig. Was stinkt in der Regel tatsächlich mehr? Leise Fürze oder laute Fürze?
jahrelange Erfahrung im Selbstversuch ergeben leise. Ja, richtig. Was ist das für ein Lied? La 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 la. Ich möchte auflösen, ja, damit dieses Rätsel endlich ein Ende hat. Das ist Voyage, Voyage von Desireless. Ja! So, das war die Tova-Podcast. Schnellrad. Fantastisch. Ich finde deine A Cappella Genialität einfach Wahnsinn. Du willst doch einfach nur dich einschleimen, damit ich dir noch eine TAN-Nummer verrate hier von meiner. Erstens Liste. Das, ja, weil ich habe festgestellt, dass ich mir zu viele Dinge wünsche und nur 3 TANs habe. Kannst du mir noch eine geben? Ja, ich gebe dir noch eine. Ich muss noch schnell mal zum Kaffeeautomat. Ich brauche einen Kaffee. Ich bin gleich wieder da. Du so. Nimm doch mal Zitronensäure, damit kannst du die gut entkalken. Ja, ich glaube, es ist nötig. Ich habe auch welche da. Ich muss die einfach nochmal durchjagen und dann geht es vielleicht etwas besser mit der Maschine. Also eine Nummer noch für mich. Hast du mir gerade noch versprochen? Ich sag dir noch eine Nummer. Achtung, hast du was zu schreiben noch? Ja? Ja, ja. Die 212. Nee, warte, Zahlendreher. 216295. 216295. Ja, notiert. Die ist noch frei. Die hätte ich noch frei. Das ist gut. So, dann sind wir fast am Ende. Wir dürfen am Ende was, immer noch. Was kostet nochmal das Buch mit den Frauen? Ich habe tatsächlich gefragt. Er wollte es mir für 20 Euro, hätte er es mir gegeben. 20. Nochmal schauen, ob da so viel auf dieser TAN da dahinter steckt. Ich grüße heute, wir dürfen am Ende immer jeweils wir dürfen beide jeweils eine Person grüßen. Und das haben wir von der Sendeleitung. Das haben wir uns selbst auferlegt, das haben diese Regel. Wir haben von der Sendeleitung, die Sendeleitung angebettelt und die haben uns das dann gestattet. Im Vertrag steht das drin, eine Person pro Person. Und maximal. Maximal, klar. Pro Sendung aber auch. Das heißt, wenn wir mehr Sendungen hätten, könnten wir auch mehr Leute grüßen. Ich grüße nicht deinen Allergiearzt, sondern ich grüße jemand anderen. Bist du jetzt fertig? Sonst hört man ja nicht, wen ich grüßen möchte. Ruhe jetzt. Jetzt bin ich. Ich grüße heute Daniel Craig, der ab 30. September zum letzten Mal als James Bond in den deutschen Kinos unterwegs ist. Und das ist amtlich, meine Damen und Herren. So. Ist das jetzt wirklich amtlich? Also 30. September. Das wird nicht mehr verschoben. 30. September. Eine Woche später ist dann in den USA Start. Und jetzt definitiv am 30. September. 163 Minuten ist der Bond lang. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Und Europa startet mal vor USA. Was ist das? Weil James Bond Brite ist. Und die Briten dürfen alles. Die Briten sind ja nicht mehr jetzt abhängig von irgendwas. Die können machen, was sie wollen. Die können jetzt endlich wieder die Weltherrschaft an sich reißen. Sehr gut. Wen grüßt du? Ich grüße Milad. Milad? Milad. Alles klar. Sehr gut. Dann sind wir am Ende und jetzt spielen wir den Song, den wir... Wir spielen den Song, den wir nicht spielen dürfen. Jetzt kommt der Song, den wir nicht spielen dürfen. Song, wir spielen den wir um spielen den Song, den wir nicht dürfen. Spielen dürfen, denn aus GEMA-Gründen dürfen wir keine Musik spielen. Wir präsentieren dann ein Lied, das wir dann in den Shownotes verlinken. Das ist etwas Besonderes jeweils. Entweder ist es ein Lied, das dir oder mir extrem gut gefällt und alt oder neu ist, das ist egal. Und wir spielen Audio-Schnick-Schnack-Schnuck. Wir spielen Audio-Schnick-Schnack-Schnuck. Das heißt, es ist völlig frei. Wir wissen noch nicht, wer von uns beiden heute dran sein wird. Wir lassen das komplett den Zufall entscheiden. Und ich war ja letztes Mal dran. Mal sehen, ich habe mir vorgenommen, heute möchte ich unbedingt meinen Sieg verteidigen. Und bin sehr gespannt, ob es klappt. Ja? Achtung auf 3. Schnick, Schnack, Schnack, Schnuck. Ich habe Schere. Was hast du? Ich habe Spritze. Spritze hilft gegen Corona. Ich habe gewonnen. Ah, verdammt. Na gut, okay. Okay, sehr gut. Endlich, ich habe schon wieder lange drauf gewartet. Na los, dann mach mal. Was du hast kennst du denn? Mich ja, ich habe mich extrem gut vorbereitet, immer, wie das so meine Art ist. Ja. Ich habe heute jemanden mitgebracht aus den USA. Oh. Baujahr 1970. Eine Frau. Eine Frau, ja. Ich mag Frauen, deswegen habe ich mir auch wieder eine weibliche Künstlerin rausgesucht. Okay. Und sie spielt Folk Rock oder Alternative Rock. Und das schon sehr, sehr
erfolgreich seit Jahrzehnten. Sie hat auch einen Grammy gewonnen, zum Beispiel. Mhm. 1900, müsste ich jetzt nochmal ganz kurz nachschauen, dann kann ich dir das exakt sagen. Darf ich mal einen Tipp abgeben? Darf ich einen Tipp abgeben? Ist es Heather Nova vielleicht? Nein, okay. Ist es nicht. Ist nicht Heather Nova? Ist es nicht. Sie hat einen Grammy gewonnen und zwar für das Best Recording Package im Jahre 2004. Mhm. Ja. Und hat 2017 den Outstanding Achievement, das Outstanding Achievement for Global Activism Award from a Global Friendship gewonnen. Oh, ist mir zu viel Englisch. Das ist mir zu viel Englisch. Das absolut. Ja, sie kommt ja auch aus den USA. Aber sie macht tolle Musik und ich finde, sie macht so eine gute Laune Musik. Das ist gut. Sie heißt Angela Maria. Angela Maria Di Franco. Aha. Oder kurz Annie Di Franco. Annie Di Franco, ja. Annie Di Franco. Okay. Und ich habe mir ein Stück rausgesucht, das heißt Back, Back, Back. Sehr gut. Das finden wir dann in den Shownotes. Du müsst mir da noch den Link schicken, dann setze ich den mit dazu. Und das war's dann auch für heute, denn wir müssen jetzt Tschüss machen. Wir machen Tschüss für heute und sind in 2 Wochen wieder da. Und bis dahin verabschieden sich der Tobi aus dem Studio Erding. Und der Eismann aus dem Telesibirsk-Sendezentrum in Berlin. Denn wir lieben es, wenn ein Podcast funktioniert. Halten Sie Abstand, aber uns die Treue. Tschüss, bis zum nächsten. Tova was? Tova was? Nee, Tova. Tova was? Tova Podcast. Tova was? Tova Podcast. Podcast. Der Tohuwa Podcast ist eine RG28-Produktion. Hergestellt im Auftrag von Telesibirsk.